Okugawa, Taka, das nennt man traumhaft gespielt. Der Ausgleich, Topolsai mit der guten Ballannahme. Muevo mit der Flanke und ich glaube, 9 von 10 Spielern nehmen den Ball Wolle. Aber was macht Okugawa? Der lässt ihn für Taka, der da. Ecke Ulmer. Ball kommt gut und Salzburg führt mit 1:0. Und es ist Patz und Taka. Da muss er die Kugel auch aus dem 16er boxieren, das gelingt ihm nicht. Ball wird von Christensen. Immer wieder der lange Ball von Ramaljo, der war auch immer wieder richtig gut ist und ankommt bei Yichang Wang, Casali. Ah, das sollte nicht passieren, aber das passiert ihm. Was für ein Bock von Casali und Patson Taka. Yichang Wang kann sich da durchsetzen. Und jetzt muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Und die Passoption war für einen Moment offen. Der Schuss war natürlich ein absoluter Knaller. Wow, Patson Taka. Malic nicht optimal, aber okay, was Taka da macht, ist natürlich wirklich Weltklasse. Seine Kopfballabwehr ins Zentrum allerdings, die nur ein paar Meter weit kommt, ist ja diskutabel, aber Taka, der hier gefühlt. Ich finde aber eher in der zweiten Hälfte. Ich finde schon, dass Salzburg in der ersten eigentlich alles wirklich unter Kontrolle hatte. Da ist nochmal Keuter, da ist Taka, da ist der dritte Treffer. Kein Abseits. Ausgesehen, sprich gleichen Höhe nach diesem Schuss von Keuter. Dann nicht ganz glücklich natürlich diese Abwehr. Und dann auch noch Platz bei Ivanci. Und sie machen eher der. Von Soboslai mit der Außenseite legt er den Ball. Bei diesem Spielverlauf. Aber man hat sich für die Schnelligkeit von Onguene entschieden und hier entscheidet sich Salzburg. Furios weiter zu. Keine Zeit für Geschichten. Keine Zeit, um hier mit einem Satz fertig zu werden. Auch wenn nach vorne hin noch gar nichts funktioniert. Und die Salzburger schon wieder ausschwärmen. Farkas, super Zuspiel auf Patson Taka. Fast eine Kopie des 2:0. Keuter lässt abtropfen für Farkas. Ein Pass in die Tiefe. Taka hat die Geschwindigkeitsvorteile gegen. Oh, der kommt durch. Okugawa. 4:0. Patson Taka, der Torschütze. Walci mit dieser genialen Passidee. Auf Okugawa und der hat dann die Übersicht. Kurz vor Torakovic noch einmal zurückzulegen. Das war ideal gespielt. Das heißt. Gut gespielt, sehr schön gespielt.
und freut sich jeder auch für den anderen. Schösswender läuft zwar hinterher, aber hat keine Chance mehr auf den Ball. Herzig hinüber. Zwar Außentemperatur. Daka! Daka nutzt den Fehler von Mara. Daka noch bewacht von Höller und dann der Patzer von Fersi. Wäre gar nicht mehr möglich gewesen und wieder mal eingeleitet von. Super, der Pass, positive, super Abschluss.